zentral in Oslo. Bei uns werden die norwegische und die deutsche Kultur und deren Tradition gefördert. Die Schule nutzt aktiv die Angebote der Stadt und die Natur in und rund um Oslo. Unser Schwerpunkt liegt auf den naturwissenschaftlichen Fächern. Was ist denn das Besondere an der deutschen Schule? Wir feiern auch 17. Mai und wir haben Skidag und also det ikke bare Tyskland og tysk, det norsk, tysk bikulturell skole, og du får, altså du legger merke til at begge kulturene på skolen. Es ist auch eine sehr internationale Schule, also man hört nicht nur Deutsch oder Norwegisch, sondern auch Italienisch, Englisch und viele andere Sprachen. Und ja, das gefällt mir. Ich mag Deutsch ganz sehr, weil es so eine schöne Sprache ist und andere Leute finden das unglaublicherweise meine ich, auch eine tolle Sprache. Mathematik. Mathematik ist absolut mein Lieblingsfach an der Stelle. Aber da keine spezielle Stunde, sondern einfach querbeet alles. Es macht einfach Spaß zu sehen, wenn bei den Schülern dieser Aha-Effekt einsetzt. Aha, ich verstehe das. Das macht unglaublich Spaß für mich als Lehrer. Naturfagene er mye bedre, also man lærer mye mer grundig og mye mer avansert. Meine Lieblingsfächer sind definitiv Englisch und Kunst, glaube ich auch. Ja, ich mochte die schon immer. Wenn du da drin bist, dann da går det bra. Da går de fleste ting veldig bra, egentlig. Det kan være en utfordring å rett og slett komme inn på det faglige på starten og komme med, og, men det klarer man. Og jeg har jo møtt nå i de årene jeg har jobbet her mange norske elever som har gjort det. Og som har gjort det med stor suksess, og som har trivdes veldig godt. Foreldrene tar skolen på alvor. Die familiäre Atmosphäre, dass man sehr schnell die Kollegen und auch die Schüler kennenlernt. Kontakte von überall auf der Welt. Das glaube ich ist auch hilfreich. Das deutsche Abitur ist international gut anerkannt. Das ist sehr nützlich, wenn man sich in amerikanischen, britischen oder anderen Universitäten bewerben will. Und dann kann ich natürlich Deutsch. Ich kann Deutsch und es gibt ja viele deutschsprachliche Länder und ich meine, dann kann ich ja in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz und... Man sollte vielleicht, kommt drauf an, ab welcher Klasse man kommt, sollte man schon ein bisschen Deutschkenntnisse haben, oder aber man lernt es auch hier. Die meisten Kinder, die kommen, können auch schon Englisch und wenn sie gerne Deutsch lernen und Zeit investieren, läuft der Rest von alleine. Also ich mag, dass diese Schule klein ist. Man ist eigentlich fast Bruder von jedem in seiner Klasse und das finde ich richtig toll. Mit den Lehrern kann man sehr gut reden. Das, was mir am meisten auffällt, dass es interessanter ist. Sowohl das Arbeitsfeld, sowohl der Unterricht, aber auch der Umgang mit den Schülern, internationale Kollegen. Ich finde das klasse. Jeg synes, det er meget ja, fint her, fordi klassen er ikke så stor. Det kan jeg godt lide, fordi i Tyskland der har man nogle store klasser sådan med 30 personer og sådan noget. Jeg synes, det er meget bedre, at man har sådan nogle små klasser her. Og jeg har ikke sådan følelsen, at der er forskellige grupper i en klasse. Egentlig er vi alle sammen bare en stor gruppe, som sidder sammen. Selvfølgelig er der nogen, som går ud og spiller fodbold, og nogen bliver bare siddende her. Men egentlig kan vi alle godt lide hinanden, og det synes jeg, det er meget. Det synes jeg, det er fint. Det har jeg ikke sådan rigtig haft før.